Die Elektromobilität ist im Kommen. Es ist eine gewünschte Entwicklung, weil es eine effiziente Antriebsform ist, das Energiekonzept will da. Und der Markt zeigt, dass jetzt die Elektromobilität auch voll den Durchbruch geschafft hat, mit einem Marktanteil von über 22% im letzten Jahr. Jetzt geht es aber darum, dass die Leute auch laden können, wenn sie ein Elektrofahrzeug kaufen. Viele können da in ihrer eigenen Garage oder in einer Tiefgarage. Es gibt aber auch viele Einwohnerinnen und Einwohner, die keine eigene Garage haben, die in der blauen Zone parkieren. Und denen wollen wir auch eine Gelegenheit bieten. In diesem Pilotprojekt möchten wir an drei verschiedenen Standorten jeweils zwei Ladepunkte erstellen. Wir haben jetzt 7 Standorte evaluiert. Dort ist es zum Beispiel wichtig, dass die Standorte möglichst nahe an der Wiesen oder an der Rabatte sind, dass kein Kabel über die Straße hineingeht. Oder auch, dass man den Stromanschluss kann einfach ausgestalten kann. Die 7 Standorte, die gehen jetzt in die nächste Runde. Und zwar werden wir jetzt den Anwohnenden in der Nähe von diesen Standorten ein Schreiben machen und sie anfragen, ob es Interesse besteht an diesen Ladestationen. Und bei diesen 3, wo das grösste Interesse besteht, werden dann im Juni die insgesamt 6 Ladepunkte errichtet.